Willkommen zurück in einer neuen Folge Anno 1800. Und in der letzten Folge haben wir begonnen, damit Arbeiterquartiere zu bauen. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was die Arbeiter eigentlich so brauchen. Für die Bauern haben wir jetzt alles soweit fertig, also Holzproduktion, Fisch, Schnaps und Arbeitskleidung. Ein Wirtshaus, damit glücklich sein und zwar Feuerwehren. Jetzt schauen wir uns einmal die Arbeiter an, was die wollen. Da gibt es grundsätzlich einmal bessere Straßen, kosten halt extrem viel Lehm oder Ziegel. Das werden wir jetzt im Moment noch nicht machen, also das zahlt sich wirklich nur aus, wenn es da Hauptstraße dann da hast, wenn du eine große Stadt hast, damit die Reichweiten zu die Lager zum Beispiel weiter sind oder die Energie vom Öl, vom Kraftwerk und so. Aber wie gesagt, das brauchen wir jetzt dann nicht. Das brauchen wir bei der nächsten auch noch nicht, erst bei der übernächsten. Frühestens. So, jetzt brauchen wir mal Ziegelsteinproduktion, schmeißen wir jetzt einmal an. Dazu brauchen wir Lehmgrube, die hat 30 Sekunden und Ziegelsteinverarbeitung, da hat 1 Minute. Das heißt, wir brauchen pro Lehmgrube 2 Ziegeleiproduktion. Lehmgruben sehen wir da, können wir nur dort bauen. Machen wir hin, einmal, zweimal. Es ist halt ein bisschen blöd jetzt, weil da eigentlich die Stadt überall ist, aber wir werden das ein bisschen nach unten machen. Genau, jetzt haben wir wieder zu wenig Holz. Egal, wir werden da jetzt einmal starten mit der ersten. Und zwar gehen wir da so rüber und da so runter. Zu der gehen wir zack und zack. Dann brauchen wir wieder ein Lagerhaus, kostet 10, haben wir nicht, müssen wir warten. Und die Insel, glaube ich, wird es machen. Wir haben Kartoffeln, ja, wird es doch nicht werden, nur wegen die Jagdgründe. Das andere haben wir eigentlich und einen Hopfen, aber einen Hopfen kann ich da nicht zu Bier verarbeiten, weil ins Getreide führt. Das werden wir noch beobachten. Schauen wir mal. Stillstand gespeichert. Da sehen wir jetzt hier das rote Zeichen, hast das ist kein Lagerhaus in der Nähe. Und das Zeichen sagt, dass man nicht genug Arbeitskräfte weißt haben. Du, was wir mit Royalisten tun? Wir schicken sie zu den Fischen. Okay, jetzt haben wir die Piraten-Dame erkannt. Okay, die Piraten ist genau in der Mitte. Das ist schlecht. Das heißt, wenn wir da eine Insel haben, das ist schlecht, weil wir dann unsere Seeroute da bei den Piraten vorbei haben. Aber es muss ja mehr Inseln geben. Es kann nicht sein, dass da nur im Raum die ganzen Inseln sind. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Das ist unser Zeitungskollege. Dass wir die Wahrheit oder etwas ganz Ähnliches in meiner, unserer Zeitung drucken dürfen. Den können wir jetzt erklären, wie er was machen soll. Ist also propagandamäßig oder wir veröffentlichen es einfach so, wie es jetzt ist. Beides hat Vor- und Nachteile. Die Hauptvorteile beim Lektorieren sind, dass man eben Sachen wie zum Beispiel mehr Zufriedenheit oder mehr Einnahmen machen können. Oder dass die Leute weniger verbrauchen. Jemals aus? Warum sollten sie? Und wenn wir es einfach so veröffentlichen, haben wir aber bessere Meinung. Keine in dem Fall Änderung? Machen wir das jetzt einfach wirklich? So. Keine Änderungen? In dem Fall haben wir Verbesserungen oft bei. Ich verstehe. Die wenn man sein Scheitern anderen öffentlich macht, KIs, zum Beispiel bei ihr jetzt, wenn man plus 2 Ruf kriegt, weil ihr gefällt das, wenn man keine Propaganda machen. Was komisch ist, weil sie kein Isin ist, aber
ich schätze. So, jetzt haben wir dann immer kein Lagerhaus gebaut. So, bauen wir das gleich dahin. Und so packt das ein bisschen mit dem. Mit der Straße da zum Weiterziehen. So, jetzt brauchen wir da wieder viel mehr Einwohner. Jetzt bauen wir meine Bauernhäuser. Weil natürlich alles, was wir upgraden, verlieren wir da am Bauern. Also wenn jetzt und zack, zieht da den Block auf, jetzt haben wir 67 Bauern. Zack, haben wir nochmal 7 Bauern. Dafür steigen die Arbeiter. Das heißt, man muss dann mit den Bauernhäusern immer nachproduzieren oder nachziehen. Schon wieder kein Holz, die Holzproduktion ist ein bisschen mager. Ein wenig mager. So. Macht unser Schiff, steht einfach da. Flaggschiff steht zu Diensten. Komisch. Komisch, das sind echt wenig Inseln da und wenig gescheite Inseln. Aber da ist eine Bilanz von plus 12, also scheiß gut, aber man sieht die paar Bauern. Die paar Arbeiter, was wir haben, produzieren schon die Hälfte von den Bauern. Und zum Vergleich, wir haben da zwei Blocks Arbeiter und sonst alles Bauern. So, 17 haben wir, bauen wir da gleich wieder eine Linie. Ein Block, was man aufpassen muss, er immer ist. Umso mehr baut, umso mehr wird natürlich auch verbraucht. Deshalb schauen wir da mal auf so ein Lagerhaus. So, Fisch und Schnaps ist der Wahl 9 plus Arbeitskleidung auch. Es mangelt an Arbeitskraft. Also passt noch alles. Alles noch im grünen Bereich. Da wieder meine Insel entdeckt. Spielstand gespeichert. Eine Mini-Insel anscheinend. Da gibt's Eisen 3 Stück, das ist gut. Bier können wir produzieren, Jagen können wir, Zinn haben wir und Kupfer haben wir. Ja, die werden wir uns jetzt einfach einmal holen. Vor allem von der zu uns ist jetzt nicht so weit da. Flaggschiff erwartet Anweisungen! Einfach einmal einnehmen, bevor es wer anderes macht. Das machen wir folgendermaßen, damit fahren wir einfach mit dem Schiff, wo wir genug Bretter und genug Stahlträger haben. Richtung Strand und dann sollten wir das bauen können. Ein Condor. Boah, das ist eine Rieseninsel. Da haben wir Platz. Was dann, wenn wir da einfach einmal einen Condor hinbauen? Das gehört sich nicht! Dein ganzes Glück da mit all den Inseln! Das gefällt dem Willi jetzt zwar nicht, aber... Je höher der Flug, ist uns jetzt erst einmal egal. Der Fall. Barry gefällt's auch nicht. Ups, falsch. Wo hab ich denn... Da unten irgendwo, genau da. Also, wir sind zwar mit all dem Frieden, aber absoluter Freund von uns, vom Werner Schnitzel, ist jetzt keiner und die Piraten, mit denen sind wir halt kein Krieg natürlich, weil ja, weil es Piraten sind. So, jetzt da müssen wir das Ganze jetzt taktisch ein bisschen besser machen, weil da haben wir jetzt einen
Riesenstrand, da braucht man noch die Ressourcen. Und wenn wir mal das so machen. Und so, dann bauen wir mal eine Holzproduktion. So, da müssen wir das jetzt taktisch gut machen, damit wir nicht unser ganzes Holz gleich verbrauchen. Ich meine, die Holzsachen passen mit kein Holz zum Glück. Aber trotzdem machen wir das gleich gescheit. Lagerhaus, jetzt haben wir nämlich schon mal 30 Holz. Dann braucht man einen Marktplatz, den bucht man, wo bucht man den hin? Machen wir da unser Hauptzentrum. Zack, zack. Und da müssen wir halt das gleiche jetzt aufbauen wie drüben. Jetzt fangen wir da mal an. Heiser und ja. Wenn das wird, geht der Marktplatz. Okay, eh bist du unten, dann können wir ruhig da anfangen. Zack und zack. Zack, zack. Passt, ist er noch in Reichweite? Sehr gut. Und jetzt haben wir genau zwei Holzer. Wird jetzt hier die Produktion gleich losgehen, denke ich. Besser geht immer. Hoffe. Schauen wir. Wir werden sehen. So, jetzt haben wir da eine Insel gefunden. Was gibt's da? Steinkohle ist jetzt nicht so wichtig. Kupfer. Zement. Hier. Bier können wir da auch machen. Jagd. Gründe gibt es da. Aber mir ist gerade eingefallen, wir haben jetzt keine Stahlträger mehr. Deshalb werden wir jetzt. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So schief, da haben wir auf Mission. Okay, die Mission gibt es nicht mehr. Schauen wir mal, was er für Mission für uns hat. Helfen Sie mir, Ordnung ins Chaos zu bringen. Die Kälte weicht der Wärme. Finden Sie. Embes Spieß. So. Das wird da irgendwo sein wahrscheinlich. Spielstand gespeichert. Das Problem beim letzten Spiel, was ich gehabt habe, da wäre irgendwas im Hafen suchen müssen, so Spione. Der habe ich einfach nicht gefunden. Wirklich lang gesucht, da rundherum überall schon. Schauen wir nochmal, was da dabei steht. Durch das hat sie vor Spionen gewarnt. Okay, das ist sie wieder das. Über die Handelsbad sollte sich irgendwo in der Hafengegend aufhalten. Na, schauen wir mal. Aber letztes Mal habe ich die ewig gesucht. Es mangelt an Arbeitskraft. Habe ich beschlossen, dass es aufgibt. Und ich glaube, ich werde da jetzt gar nicht so lange auf die Suche gehen. Anna gewesen, okay. Da ist noch Anna, da ist noch Anna. Okay. Sie haben Sinn gezeigt. Da auf der Gegend ist auch gut. Ja. Da kriegen wir Gold nämlich immer und. Irgendwo muss man ja anfangen. Bitte pünktlich. Ich habe eine Taschenuhr. Ei, ei! Und Ruf oder Meinung. Von denen, so, er wird jetzt 10 Holz von uns. Koordinaten eingezeichnet! Lassen wir jetzt trinken. So, das haben wir eh überall gut dabei. Zack, dann werden wir da upgraden wieder. Am Block. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Zum Beispiel Hafenstadt. Und Arbeiter.
da müssen wir noch Produktion starten. Ein klassischer Lagerhaus hin. Man kennt's. Dann bauen wir da zweimal zack, zack. Wieder zu wenig Arbeiter, dann haben wir zack, zack, passt. Dann haben wir da mal genug. Admiral auf der Brücke! Und dann werden wir da 10 Bretter wieder haben. So, na, nicht unendlich, sondern 10 Stück. Dem Segel! So, wow, wir werden das über da oben machen, damit wir nicht direkt bei den Piraten vorbeifahren. Muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein, ne? So, Arbeiter, was brauchen die dann? Würstchen, dazu brauchen wir Schweinezucht. Dauert eine Minute und eine Metzgerei dauert auch eine Minute. Ja, da brauchen wir aber noch mehr Arbeitskräfte und die Bauern führen uns dann auch wieder. Das heißt, wir bauen nochmal wieder mehr Bauern. 17 haben wir jetzt noch, da geht es in den Block aus. Holz wieder ein bisschen häufig gehen. Schauen wir mal zu unserer neuen Insel. Wir haben jetzt 12 Holz schon. Das heißt, da bauen wir noch ein paar Bauern hin. 2, 3. Dann starten wir noch eine Holzproduktion. 180 natürlich, ich will es jetzt nicht da hin tun, weil wir da einen Weg zur Mine brauchen dann. Nur falls sie wer fragt, ob wir das nicht anders machen. Da ist das gleiche. Oder, nein, wir können da hintreffen. Das heißt, da können wir auch eins hermachen. Dann verbinden wir das Ganze einmal. Und dann brauchen wir zwei Sägewerke noch. Da schön Platz. Genau. Flaggschiff steht zu Diensten. Bitte da einmal abgeben. So. Spielstand gespeichert. Handelskammer. Nutzt Items, um die umliegenden Produktionen zu verbessern. Also das können wir später dann machen, dass ich Main Radius davon, könnte man zum Beispiel Store hingeben. Dann könnte man sagen, wir wollen die Holzproduktion steigern. Aber das ist jetzt einmal nicht unser Hauptfokus. Jetzt schauen wir mal, dass wir in die Würstchenproduktion einsteigen. Jetzt bauen wir 1, 2 mal vorerst. Da 1, 2, 3, 4, 5. Und da machen wir 1, 2, 3. Und dazu zwei Metzgereien. Einmal sehe ich da nichts. Ja, passt. Zweimal. Dann wird er eh gleich wieder überfordert sein. Denke ich. Aber schauen wir mal. So, jetzt hoffe ich nur, dass wir dort Leben haben. Eins noch. Okay, das ist nicht optimal. Aber damit können wir leben, auf jeden Fall. Oder müssen wir leben? Neue Insel haben wir entdeckt.
viel zu wenig Arbeiter wieder. Aber wir haben genug Holz. Metall, zack. Und dann noch ein Block, zack. Jetzt fehlt uns noch ein bisschen Holz. Die werden jetzt aber spätestens, wenn wir Schweine reinkommen, steigen die eh wieder. Die Ernte fährt ein. Das Problem. Er ist zu weit vom Marktplatz entfernt. Okay, interessant. Ich habe nichts dagegen. Okay, sobald wir da kriegen wir plus 3 Arbeiter und plus 5 Münzen pro Einwohner. Steigt eh schon die Produktion. Das können wir da mal lassen so. Hast du mich erschreckt? So, alles erledigt? Super. Ich war ziemlich sicher, dass du das hinbekommst. Da haben wir von Erma wieder 7000. Admiral auf der Brücke! Dollars, Euros, Franken, wie immer. Münzen, so. Und da korrekt unterwegs sind. So, die 10 Arbeiter werden wir noch kommen. Jetzt schauen wir da mal, wie es da ausschaut. 29 Holz. Ressourcen sind immer inselunabhängig. Das ist auch wichtig, dass, falls ich das noch nicht erwähnt habe, aber es ist euch wahrscheinlich eh schon aufgefallen. So, da haben wir wieder eine Bewohneraufgabe. Er wird gerne ein Foto machen. Und zwar von der Ziegelei. So, da müssen wir jetzt einmal nach oben. Spielstand gespeichert. Da ist die Ziegelei. Zack. Foto abschicken. Hey, Sie haben Wort gehalten. Passt, hat einem gefallen. Und da kriegen wir Selbstreparatur plus 300 und aktive Heilung. Sowas können wir. Ist das für ein Schiff gewesen oder für drei Stück sogar? Für Hafenmeisterei, okay, das können wir nachher zu Geschütze da beim Hafen stellen oder irgendeine anderen Angriffsziele. So, da die Schweineproduktion, ja, jetzt haben wir schon plus 48, das passt auch. Haltet sich relativ konstant, da werden wir noch mehr brauchen dann. Aber wir werden da zuerst ein Lagerhaus hinbauen. Da haben wir das jetzt absichtlich am Platz frei, warum zeige ich euch gleich. Zack, da
Hause. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Dann zweimal Zigarren, einmal, zweimal. Und jetzt sind, zeige ich, warum wir da offen lassen haben. Wir haben da jetzt eine Getreidefarm hinbauen. Und die Getreidefarm braucht für die Getreide 144 Fläche. Und dazu können wir das Gebiet da jetzt mitnutzen, weil da hätten wir sonst eh nicht viel was rein tun können. Und nutzen da einfach alles schön aus, was so verwinkelt ist, wo man sonst eh keine Gebäude einstellen kann. Da schön machen, zack, zack, zack. Er wird halt jetzt wieder restlos überfordert sein, aber damit muss er jetzt leben. So, das dauert eine Minute. Das dauert 30 Sekunden, das dauert 1 Minute. Das heißt, wir bauen zwei Getreidefarmen, eine Mühle, zwei Bäckereien. Ist der Plan. Nur haben wir zu wenig. Die brauchen übrigens auch wieder Bauern. Also oh, ich bin stets fleißig wie eine Biene. Ein Mühle Feld braucht bestellt sich nicht von selbst. Und die Bäckerei braucht Arbeiter. Entschuldige, Mühle und Getreidefarm braucht natürlich Bauern, keine Arbeiter. Deshalb haben wir da jetzt bei beiden Minus. Und deshalb müssen wir da wieder mal neue Blocks bauen. 1, 2, 3, da bauen wir mal 4 Stück hin. Dann haben wir eh schon wieder kein Holz mehr. Zack. Jetzt sind wir auch schon wieder im Minus. So, dann werden wir da mal upgraden dann. Wenn wir mehr Holz haben, jetzt lassen wir die mal alle einziehen. Jetzt aus der Holz ist konstant unten. Ja, jetzt schauen wir uns gleich an. Bereit für neue Befehle! Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Da haben wir jetzt auch schon ein Dorf. So, da haben wir jetzt das erste Problem. Da können wir jetzt keinen Schnaps selber produzieren, weil wir keine Kartoffeln haben. Das heißt, wir müssen auf unserer Hauptinsel für da Schnaps mitproduzieren. Und dazu brauchen wir ein Handelsschiff dann. Erst einmal schauen wir, dass die Basics haben, haben ein paar Fische und so. Und dann Schnaps können wir nicht, aber wir können ja mal Klamotten zur Verfügung stellen. Machen wir gleich wieder zwei, drei Stück. Ich hoffe, das geht jetzt aus, ohne dass ich da zu viel im Holz eine Pfusch. Aber ich glaube, das geht hier aus. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Man verliert da eh nichts, wenn ich da was herpacke. Okay, das passt. Das kann ich sonst eh nicht nutzen, da das Gebiet. Passt perfekt. Dann haben wir da drei Stück, dann haben wir da. Das wird ein teuflisches Vergnügen. Versprochen. 2, 3, dann brauchen wir wieder Lager aus. So, was möchten Sie von uns? Die Lieferungsaufgabe. Ja, ich sehe da jetzt leider nicht genau, was sie geliefert haben will. Ich weiß das zu schätzen. Schätzchen. Ich weiß das zu schätzen. Leuchtturm ab. So, das müssen wir vom Leuchtturm abholen. Okay. Admiral auf der Brücke. Fahren wir da zum Leuchtturm, holen das. Und dann bringen wir es dorthin, wo sie es gern hätte. Meine Vögelchen hätten. Schauen wir wegen einem Schnaps, aber den können wir da erst im kleinen Hafen bauen. Da
weit sind wir noch nicht. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Holz verarbeitet. Zack, sind wir wieder mit beiden plus, sehr gut. Obwohl, die brauchen wir schon Stahl, dann die Arbeiter, also die brauchen Lehm und Stahl. Ich bin ein bescheidener Diener Ihrer Majestät, der in heiklen Angelegenheiten wie dieser zu Rate gezogen wird. Ist diese Form der Selbstlosigkeit angemessen? Na gut, das war's dann eh wieder mit der Folge. In der nächsten Folge werden wir dann unsere erste Handelsroute einrichten, damit da Schnaps herkommt. Und ein paar Reservehandelsschiffe werden wir vielleicht noch bauen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und hoffe, dass vielleicht der eine oder andere mal gefällt mir da lasst. Und in die Kommentare mal Feedback gibt. Danke und ciao.